Gemeinsam mit meinen Bürgermeisterkollegen Martin Heilig und Judith Jörg begrüße ich Sie, die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Würzburg, zum traditionellen Neujahrsempfang, dieses Jahr in neuem Format. Als Gäste hier im Raum und zugeschaltet begrüße ich Professor Lars Feld, Vorsitzender der Sieben Weisen, des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie Leiter des Walter-Eucken-Instituts in Freiburg. Herrn Professor Georg Ertel, bis Jahresende ärztlicher Direktor unserer Uniklinik, sowie Jonas Hermes von Willkommen mit Musik, sowie Hermine, eine Würzburger Hilfsorganisation. Dazu später jedoch mehr. Der Neujahrsempfang ist der Empfang der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Normalerweise sind in diesem Saal mindestens 500 Personen versammelt. In dem Saal, der so wunderschön entsprechend auch die Fresken von Wolfgang Lenz enthält. Dieser Empfang ist offen für jedermann, unabhängig von Titel und Funktion. Heute haben wir natürlich eher eine Szenerie, die ein bisschen an Dinner for One erinnern mag. Aber durch die Fernsehübertragung sind es vielleicht auch mehr Teilnehmer als in normalen Jahren. Ich möchte an der Stelle einen herzlichen Dank auch an TV Mainfranken und die weiteren Medienpartner wie die Mainpost adressieren. Gerade in diesem neuen Jahr, nach einem Jahr, wie es keines von uns bislang erlebt hat, ist es wichtig, zusammenzustehen, diese Gesellschaft auch zusammenzuführen, denn normalerweise ist die persönliche Begegnung der KIT der unsere immer stärker sich individualisierende Gesellschaft zusammenhält. Deswegen haben wir dieses Format gewählt, musikalisch umrahmt vom Trio Würzburg mit Herrn Professor Manfred Lindner an der Klarinette, Herrn Hagen Bickel an der Klarinette und Frau Stefanie Rahm am Fagott. Wir hörten zunächst das Divertimento Nummer 1 Allegro von Wolfgang Amadeus Mozart. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung haben unser Leben radikal und umfassend verändert. Noch
sind wir vollauf damit beschäftigt, das Virus zu bekämpfen und die unmittelbaren Auswirkungen der Krise zu bewältigen. Politik darf sich jedoch nicht in Krisenbewältigung erschöpfen. Sie muss auch immer Zukunft gestalten. Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen, wusste schon Aristoteles, und das gilt selbst in der größten Krise. Wie verändert Corona unsere Gesellschaft? Welche Herausforderungen kommen dadurch auf uns zu? Und stellt die Krise vielleicht sogar eine Chance dar, wichtige politische Aufgaben und Weichenstellungen mit zusätzlichem Schub anzugehen? Darüber möchte ich heute zusammen mit Ihnen nachdenken. Dabei kann es nicht um fertige Antworten gehen, sondern nur um Denkanstöße wegen der Ungewissheit über die weitere Entwicklung der Pandemie. Ob 2020 für die Deutschen ein gutes Jahr war, darum ging es unter anderem am aktuellen Deutschlandtrend der ARD. Mit 51% war der Anteil derer, die das für sich verneinten, signifikant höher als in den vergangenen Jahren. Aber gleichzeitig, und das ist auf den ersten Blick doch sehr überraschend, antworteten 46% mit Ja. Dieses Auseinanderklaffen der Befindlichkeiten ist sicher nicht allein mit unterschiedlicher psychischer Widerstandsfähigkeit, sogenannter Resilienz, zu erklären. Tatsächlich sind die verschiedenen Bevölkerungsgruppen von der Corona-Krise sehr unterschiedlich betroffen. Die Angst vor einer Ansteckung mit gravierenden Folgen, vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder der wirtschaftlichen Existenz, vor Vereinsamung, aber auch zusätzliche Belastungen durch ein Mehr an Arbeit und bedrückenden Erfahrungen bis hin zur Überforderung. Das alles macht den Menschen je nach Alter, Geschlecht, Familiensituation, Beruf sowie finanzieller und sozialer Lage in jeweils sehr unterschiedlichem Maße zu schaffen. Viele machen in diesen Tagen auch sehr ambivalente Erfahrungen. Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, das Herunterfahren des öffentlichen Lebens bedeuten natürlich auf der einen Seite einen erheblichen Verlust an gewohnter Lebensqualität. Auf der anderen Seite wirken sie entschleunigend und schaffen Freiräume. Ambivalent sind ebenso die Erfahrungen, die Familien machen. Für viele Eltern ist es eine noch kaum zu bewältigende Herausforderung, Beruf und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen, wenn Kitas und Schulen geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet sind und das Homeschooling unterstützend begleitet werden muss. Viele Eltern berichten aber auch, dass sie es wie ein Geschenk empfinden, mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können. Vieles kann der Mensch entbehren, nur den Menschen nicht. Wie recht der Schriftsteller Ludwig Börne mit dieser Feststellung hatte, ist uns kollektiv noch nie so bewusst geworden wie zur Zeit. Abstand halten, Kontakte reduzieren, zu Hause bleiben, das setzt uns allen zu und besonders hart trifft es die, die alleine wohnen, die in Seniorenwohnheimen leben und keinen Besuch mehr bekommen können, die auf Partnersuche sind und in der virtuellen Welt des Internets echte Zweisamkeit nicht finden können. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, schreibt Martin Buber. Den Wert zwischenmenschlicher Begegnungen lernen wir in diesen Tagen ganz neu zu schätzen. Ich bin Mitglied in verschiedenen Städtetagsgremien. Einige der Kollegen, mit denen ich es da zu tun habe, kenne ich bisher nur aus virtuellen Konferenzen. Das empfinde ich als unbefriedigend, ja hinderlich, denn Vertrauen erwächst aus Vertrautheit. Und wirklich kennenlerne ich einen Menschen und die Haltungen und Motive, die sein Handeln bestimmen, nur im persönlichen Kontakt. Auf der anderen Seite wären wir ohne die digitalen Kommunikationswege in Pandemiezeiten überhaupt nicht handlungsfähig. Hinzu kommt, dass es sehr viel leichter fällt, an einer virtuellen Konferenz teilzunehmen, als an einem persönlichen Treffen, das zusätzlich mehrere Stunden für zum Beispiel Hin- und Rückfahrt kostet.
Wir brauchen somit beide Formen der Kommunikation und müssen die Vor- und Nachteile jeweils bedachtsam gegeneinander abwägen. Deshalb ist es gut, dass Corona die Digitalisierung erheblich beschleunigt. Nachdrücklich fordere ich aber auch, der Mensch muss dabei immer an erster Stelle stehen. Wir sind nun einmal soziale Wesen. Ein Mangel an direkten zwischenmenschlichen Kontakten gefährdet sogar unsere Gesundheit. Ich denke an meine eigene Mutter, die Mutterseelen allein mit 86 Jahren in ihrem Altersheim wohnt und nicht besucht werden kann. Ob dieser Kontaktbeschränkung hat uns die Corona-Krise tiefer als andere Krisen zuvor getroffen. In Krisensituationen suchen wir schließlich noch mehr als sonst die Nähe der anderen, am besten und im Besonderen der Familie. Aber in der aktuellen Krise ist gerade diese Nähe für uns zu einer potenziell lebensbedrohlichen Bedrohung geworden. Das ist eine Erfahrung, die wir hierzulande Zeit unseres Lebens noch nie gemacht haben, im Unterschied zu den Menschen in vielen anderen Ländern. Mir fällt da mein erster Flug in unsere Partnerstadt Mwanza in Tansania ein. Der Zwischenstopp auf dem Dubai Airport, dem drittgrößten Flughafen der Welt, einem Drehkreuz des internationalen Flugverkehrs, namentlich zwischen Asien und Afrika. Die langen Gänge, in denen es von Menschen wimmelte. Was ist, wenn einer von ihnen Ebola hat? Ging es mir damals durch den Kopf und ich erinnere mich noch gut an das Unbehagen, das ich dabei empfunden habe. 2020 ist dieses Unbehagen für die meisten von uns zum alltäglichen Begleiter geworden. In der Straßenbahn, beim Bäcker um die Ecke, beim Lieblingsitaliener, an der Kinokasse. Und dabei wissen wir nicht, wie lange wir noch mit dem Coronavirus leben müssen und wie gut wir es in den Griff bekommen werden. Und selbst wenn es irgendwann gelingt, das Virus vollständig zu überwinden, werden wir uns dann wieder so verhalten wie zuvor? Ich glaube nicht, dass wir uns jemals wieder die Hand geben sollten, befand kürzlich der führende US-Virologe Anthony Fauci. Bei der Frage, wie sich das Miteinander in unserer Gesellschaft zukünftig gestaltet, sehe ich gleichwohl Grund für Zuversicht. Von den repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, die für den jährlichen Glücksatlas befragt wurden, meinte immerhin gut die Hälfte, die Deutschen seien enger zusammengerückt. Der renommierte Zukunftsforscher Matthias Horks bestätigte diesen Befund und stellt fest, dass viele Menschen in dieser sogenannten sozialen Isolation ihre Beziehung intensivieren, wieder ernst nehmen und auch pflegen. Hinzu kommen, entgegen anderen Umfragen, die einen zunehmenden Egoismus konstatieren, unzählige Beispiele spontaner Hilfsbereitschaft und Solidarität. Gerade auch hier bei uns in Würzburg, für die ich von Herzen dankbar bin. Wohl noch nie haben wir kollektiv so intensiv erlebt, wie sehr wir Menschen abhängig voneinander sind und dass das eigene Verhalten ganz unmittelbar gravierende Konsequenzen für unsere Mitmenschen haben kann. Dürfen wir hoffen, dass diese Erfahrung eine stärkere Gemeinwohlorientierung, eine Stärkung des Gemeinsinns und des gesellschaftlichen Zusammenhalts bewirkt? Oder müssen wir im Gegenteil mit weiterer Desintegration rechnen? Wirkt das Virus gar als Spaltpilz? Im April hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die aktuellen Maßnahmen zur Verlangsamung der Ansteckung zu einer empfindlichen Schwächung der Zivilgesellschaft führen, weil die Aktivitäten der Vereine und anderer Organisationen größtenteils eingestellt sind. Studien zu den längerfristigen Auswirkungen von Naturkatastrophen auf das soziale Kapital einer Gesellschaft zeigen, dass staatliche Unterstützung nach der Katastrophe für die Erholung der Zivilgesellschaft eine ganz zentrale Rolle spielt. Hier sehe ich einen Handlungsauftrag auch für uns als Kommune.
Desintegration droht aber noch anderweitig. Die Krise macht soziale Unterschiede sichtbarer und verschärft die Probleme bestimmter Bevölkerungsgruppen. Im Einfamilienhaus mit Garten lässt sich der Lockdown nun mal leichter aushalten als in der Einzimmerwohnung. Experten unterstreichen, dass weniger Wohlhabende und Gebildete von den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie stärker betroffen seien. Und besonders gefährdet sind Gruppen, die schon vor der Krise extreme Probleme hatten, etwa Personen mit psychischen Erkrankungen und Obdachlose. Und sie müssen wir uns deshalb jetzt ganz besonders kümmern. Und das tun wir als Stadt auch. Mit Sorge müssen wir zudem registrieren, dass die anfangs überwältigende Zustimmung zu den staatlichen Eindämmungsmaßnahmen mit anhaltender Dauer der Pandemie abbröckelt. Querdenker, wie sie sich selbst nennen, rufen immer öfter zu Demonstrationen auf und radikalisieren sich immer stärker. Ihre Kundgebungen sind zunehmend Plattformen für nicht selten antisemitische Verschwörungstheorien und antidemokratische Systemkritik bis hin zu Gewaltaufrufen. Dazu trägt bei, dass innerhalb der höchst heterogenen Bewegung rechtsextreme Gruppierungen immer offensiver in Erscheinung treten. Und die Vergangenheitsform von Aufsteht heißt Aufstand. Umso wichtiger war es, dass der Stadtrat zu Beginn der Wahlperiode in einer Resolution unterstrichen hat, dass er jede Form von Rassismus und Diskriminierung und jegliche Äußerungen, die Hass und Gewalt provozieren, entschieden ablehnt. Denn wohin dies führen mag, haben wir beim Sturm auf das Kapitol oder bei den Übergriffen im Reichstagsgebäude Ende vergangenen Jahres gesehen. Damit komme ich zu den politischen Folgen der Krise. Übereinstimmend konstatieren Wissenschaftler verschiedener Disziplinen einen deutlichen Vertrauensgewinn vor allem der Politik, aber auch der traditionellen Medien und der Experten aus der Wissenschaft. Im Gegenzug wird populistischen Parteien ein Bedeutungsverlust bescheinigt, der zuletzt nicht nur auf eine Dethematisierung zurückzuführen sei. Genau das ändert sich aber schnell, je größer die sozialen und wirtschaftlichen Schäden durch die Pandemie und durch die zu deren Eindämmung ergriffenen Maßnahmen werden. Alles hängt davon ab, dass es gelingt, die Seuche zu einem vertretbaren Preis sehr schnell in den Griff zu bekommen. Und dann wiederum kann behauptet werden, die harten Maßnahmen wären doch eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Somit ist die Gefahr groß, dass auf längere Sicht auch von dieser Krise wieder Populisten und Extremisten profitieren und eine sich fortsetzende gesellschaftliche Spaltung und Polarisierung die Stabilität und Handlungsfähigkeit unserer Demokratie beeinträchtigt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nach Einschätzung von Matthias Horks hat die Corona-Krise mit ihren Ein- und Beschränkungen viele Menschen auf sich selbst zurückgeworfen. In der Folge haben sie angefangen, über ihre Werte nachzudenken. Was ist wichtig für mich im Leben? Auf was möchte ich in Zukunft weiter verzichten? Viele hätten so gemerkt, dass sie ihr Konsum- und Kommunikationsverhalten gerne dauerhaft ändern wollen. Die Politik sollte diese Bereitschaft aufgreifen. Die Corona-Krise bietet eine einmalige Chance, als Gesellschaft existenzielle Fragen zu reflektieren. Wie wollen wir zukünftig leben? Wie sieht unsere Vision von einem guten Leben aus? Und wie können wir erreichen, dass diese Vision wahr wird? Es sind nicht die Geh- und Verbote, nein, es sind die positiven Visionen, die uns motivieren. Hochmotiviert, so erfüllt die Stadtverwaltung auch in Corona-Zeiten ihre Aufgaben im Dienst der Bürgerschaft. Als Oberbürgermeister bin ich stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen, die sich flexibel auf eine völlig neue und sich überdies ständig ändernde Situation eingestellt haben und engagiert dafür sorgen, dass die Stadtverwaltung auch im Katastrophenfall handlungsfähig ist. Die Stadt Würzburg setzt als untere Katastrophenschutzbehörde den Kampf gegen das Virus um.
Und sie unternimmt darüber hinaus vielfältige Initiativen, um die Folgen der Pandemie für die Bevölkerung abzumildern. So hat beispielsweise das Sozialreferat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hilfsorganisationen die Versorgung von bedürftigen Menschen und alleinstehenden Senioren und Seniorinnen mit Lebensmitteln sichergestellt. Personalengpässe in den Pflegeeinrichtungen wurde mit dem Aufbau einer freiwilligen Helferdatenbank begegnet. Und um zu verhindern, dass Corona die Bildungschancen von Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern weiter verschlechtert, wurde unter anderem ein Online-Nachhilfedienst eingerichtet. Existenziell gefährdet ist mit der freien Kulturszene ein Großteil des kulturellen Lebens unserer Stadt. In vielen runden Tischen habe ich mich mit den Kulturschaffenden über passgenaue Hilfen ausgetauscht. Und der Stadtrat hat immer einstimmig zahlreiche Maßnahmen zur Stützung der Kulturszene beschlossen. Höchste Anerkennung findet das Mozart-Festteam, das in kürzester Zeit ein alternatives Programm auf die Beine gestellt hat. Über gestreamte Konzerte wurden fast 200.000 Menschen erreicht. Gleichzeitig ist es uns in 2020 gelungen, Würzburg weiter voranzubringen. Aus der umfangreichen Leistungsbilanz will ich einige wenige Beispiele herausgreifen. Der Abschluss der energetischen Sanierung der Grundschule Dörbach-Grund steht exemplarisch für die konsequente Umsetzung unseres Schulsanierungs- und Renovierungsprogramms mit einem Volumen von 300 Millionen Euro. Den hohen Stellenwert, den wir der Bildung beimessen, haben ebenso das Richtfest für den Erweiterungsbau des Würzberg-Gymnasiums und die Einweihung des Nordbades bei der Wolfskehl-Realschule unterstrichen. Das neue Schul- und Vereinsschwimmbad ist zugleich ein Highlight der immer engeren Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis Würzburg. Zur Lösung der Wohnungsproblematik ist gleichfalls viel geschehen. Am Hubland enthalten die zuletzt beschlossenen Bebauungspläne deutlich mehr Wohnungen als ursprünglich geplant. In Lengfeld wurden die Rahmenpläne für zwei neue Baugebiete beschlossen. Das Handlungskonzept Wohnen wurde konsequent weiter umgesetzt und wird parallel aktualisiert. Ein Baulandbeschluss und ein kommunales Wohnungsbauförderungsprogramm, mit denen wir zugleich ökologische und soziale Ziele verfolgen, sind neu hinzugekommen. Zu unserer prioritären Aufgabe gehört ebenso der Klimaschutz. Ein zentrales Handlungsfeld ist dabei die Mobilitätswende. Die Anschaffung der ersten Elektrobusse, die Einführung des 365-Euro-Tickets für Schüler und Auszubildende, der weitere Ausbau des Radwegenetzes und die Errichtung des Mobilitätsmonitors am Hauptbahnhof im Zuge der Einführung eines umweltorientierten Mobilitätsmanagements sind einige der zahlreichen Maßnahmen, mit denen wir 2020 die Umsetzung unseres Aktionsprogramms Sauber Mobil vorangetrieben haben. Finanziell sind wir trotz der deutlich gesunkenen Steuernahmen bis jetzt mit einem blauen Auge davongekommen, weil wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, Schulden getilgt haben und viel Geld zurückgelegt haben. Konnten wir 2020 mit einem ausgeglichenen Nachtragshaushalt abschließen. Und auch 2021 werden wir weiter investieren, allein über 50 Millionen Euro in Baumaßnahmen, auch weil es zu den Aufgaben der öffentlichen Hand gehört, in Krisenzeiten die Konjunktur zu stützen. Gleichzeitig setzen wir Prioritäten und achten darauf, finanziell handlungsfähig zu bleiben. Corona verändert unser Leben, es verändert unsere Gesellschaft und es verändert unsere Kommunen. Die finanziellen Spielräume werden künftig kleiner sein. Wie können wir verhindern, dass dadurch die Lebensqualität der Bürger so beeinträchtigt wird, dass die Attraktivität von Städten und Gemeinden schwindet und es zu einer Abwärtsspirale kommt? Wird es zu einer Bevölkerungsverschiebung aus den städtischen Verdichtungsräumen zurück aufs Land geben? Wie werden sich die zwischenmenschlichen Kontakte entwickeln? Wird sich die sogenannte Einsamkeitspandemie besonders unter der älteren Generation weiter ausbreiten? Wie sieht das künftige Einkaufsverhalten aus? Droht eine Verödung der Innenstädte? Wie verändert sich das Mobilitätsverhalten? Verliert der ÖPNV dauerhaft an Zuspruch? Steigt die Bedeutung des persönlichen Umfeldes des Stadtteils?
Und wie ist es dort um die Aufenthaltsqualität und Infrastruktur bestellt, um das gastronomische Angebot und die Nahversorgung? Das sind nur einige der Fragen, die uns in den kommenden Jahren sicher noch intensiv beschäftigen werden. Als Stadt werden wir uns in Teilen neu erfinden müssen. Nehmen wir die Innenstadt, sie wird nicht absterben, aber ihre Funktionen werden sich ein Stück weit verändern. So kann sie etwa an Aufenthaltsqualität gewinnen. Und schauen wir uns an, was sich in dieser Hinsicht bei uns bereits getan hat, am umgestalteten Mainufer in der erweiterten Fußgängerzone. Sehr geehrte Damen und Herren, Schopenhauer hat recht. Der Wechsel allein ist das Beständige. Auch Städte haben sich immer schon verändert. Covid beschleunigt diesen Wandel. Aber dafür müssen wir keine Angst haben. War denn die Welt in Würzburg früher besser? Lesen Sie einmal bei Leonhard Franks Roman Die Räuberbande nach und schauen Sie sich dann an, wie offen und tolerant, wie bunt und international unser Würzburg heute ist. Ich bin trotz Corona froh, im Jahr 2020 zu leben. Uns Menschen zeichnet aus, dass wir uns an die unterschiedlichsten Lebensbedingungen anpassen können. Wir sind fähig, unser Verhalten und unseren Lebensstil, wenn nötig, radikal zu ändern. Das hat Corona gezeigt. Und wir sind zugleich in der Lage, den Wandel aktiv zu gestalten, ihm eine positive Richtung zu geben. Lassen Sie uns also die Krise als Chance nutzen und seien wir zuversichtlich. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen allen von Herzen ein erfolgreiches, frohes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr 2021. Wir hören als nächstes das Divertimento Nummer 4, auch wiederum von Mozart in Modere. Und danach spricht zu Ihnen der bereits angekündigte Professor Lars Feld als Vorsitzender und Sprecher der Sieben Weisen. Thank you.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schuchardt, sehr geehrte Damen und Herren, zum neuen Jahr 2021 wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Glück und vor allen Dingen Gesundheit. Es ist ja immer noch ein Jahr, das von der Pandemie gezeichnet sein wird in vielerlei Hinsicht. Sehr gerne wäre ich heute bei Ihnen, wenn ich diesen wunderschönen Festsaal sehe. Wohl wissen, dass der ursprüngliche Neujahrsempfang ja in einem größeren Saal geplant gewesen wäre und hätte Freundin in Würzburg besucht, vor allen Dingen meinen Kollegen Peter Bofinger, dem ich in freundschaftlicher Kollegialität seit der gemeinsamen Zeit im Sachverständigenrat verbunden bin. Ich habe mir vorgenommen, auch in Absprache mit dem Oberbürgermeister, Ihnen die wirtschaftliche Lage, in der wir uns gegenwärtig befinden, in drei Schritten etwas nahezubringen, ohne zu weit in die Zukunft zu blicken. Es wird im ersten Schritt kurz darum gehen, darzustellen, wo wir uns im Moment befinden, wo wir stehen. Und im zweiten Schritt ein wenig auf das einzugehen, was gegenwärtig an finanzpolitischen und wirtschaftspolitischen Maßnahmen durchgeführt wird und was man meines Erachtens ich kann vielleicht sogar an der Stelle sagen, dass ich dann für den gesamten Sachverständigenrat spreche, also unseres Erachtens noch tun müsste, um uns in der gegenwärtigen Situation besser aufzustellen und dann einen weiteren Ausblick auf die Finanzpolitik in einem dritten Schritt zu wagen. Für die Beschreibung der aktuellen Lage werde ich jetzt ganz kurz meinen Bildschirm teilen, dass Sie jetzt im Netz eine kleine Abbildung sehen. Es soll keine Slideshow sein. Das würde ich ansonsten, wenn ich bei einem Vortrage auch nicht machen, beim Neujahrsempfang. Aber wenn wir schon virtuell unterwegs sind, dann macht es Sinn, wenn ich Ihnen das kurz darstelle. Das, was ich sage, basiert auf dem Jahresgutachten des Sachverständigenrats mit dem Titel Corona-Krise gemeinsam bewältigen, Resilienz und Wachstum stärken. Hier ist also ebenfalls das Thema Resilienz angesprochen. Und wir blicken im Jahresgutachten ja sehr klar auch auf die längerfristigen und mittelfristigen Herausforderungen, vor denen wir in Deutschland und auch in der Welt mit unseren Wirtschaften stehen. Aber im Moment, wenn wir die aktuelle Lage anschauen, ist ja jeder sehr stark auf die kurze Frist konzentriert, denn wir befinden uns in einer zweiten, vielleicht sogar dritten Welle der Corona-Pandemie, der Infektionen und müssen irgendwie damit umgehen. Wie muss man die gegenwärtige Situation einordnen? Also zunächst einmal ein Rückblick auf das Jahr 2020. Der Sachverständigenrat hat im November bei seinem Jahresgutachten einen Einbruch, eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts für das Jahr 2020 in Höhe von 5,1% vorhergesagt. Das ist am Ende des Jahres nicht mehr so ganz schwierig, weil dann eigentlich nur noch das vierte Quartal fehlt. Das sehen Sie hier in der Abbildung links. Die Abbildung links bildet Ihnen für 4 Jahre 4 Quartale ab. Und wir haben das Bruttoinlandsprodukt in Milliarden Euro an der linken Skala und dann in Prozent die Wachstumsraten auf der rechten Skala. Wenn man jetzt einfach auf diese orangene Linie schaut, dann sieht man das Niveau und die blauen Balken geben die Veränderungsraten dann jeweils wieder zum Vorquartal. Und was abgetragen ist und abgesetzt ist, ist der Prognosezeitraum, der vergangenes Jahr nur 5 Quartale betrug, weil wir in der Lage waren, dieses sehr dynamische dritte Quartal mit den ersten Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes schon aufzunehmen. Als wir im Frühjahr auf die Wirtschaftsentwicklung schauten, also im Frühjahr 2020, landeten wir bei einer ähnlichen Größenordnung der Schrumpfung, bei minus 5,4%, bei einer wesentlich schlechteren Datenlage und viel frühzeitiger. Und mittlerweile kann man sagen, dass fast alle Prognostiker in diesem Rahmen von minus 5 bis minus 5,5 etwa zu liegen kommen für das Jahr 2020. Das hat sehr stark mit der hohen Dynamik zu tun, die wir im dritten Quartal gesehen haben. Das zweite Quartal war ein schwerer Einbruch, der schwerste Einbruch der Nachkriegszeit, wenn man es ernsthaft betrachtet. Obwohl für das gesamte Jahr, gerade wegen dieses dynamischen dritten Quartals, die Entwicklung weniger schlecht war als in der Finanzkrise. Man hat uns im Frühjahr 2020 gescholten, weil wir von diesem sehr kräftigen Wiederanstieg ausgegangen waren, wenn auch nicht im Gesamtvolumen so sehr, wie es sich nachher abzeichnete, aber doch in einer klaren V-Entwicklung nach oben. Und die zeigte sich dann auch im Jahr 2020.
Als wir Ende Oktober, Anfang November diese Prognose beendeten, waren die Restriktionen, die im November gegriffen haben, schon absehbar. Also der sogenannte Mini-Lockdown oder wie Sie das immer nennen wollen, der war im Grunde schon beschlossen. Wir konnten überlegen, wie sich dieser Mini-Lockdown wirtschaftlich auswirken würde und waren im vierten Quartal 2020 von einem schwachen, ganz geringfügigen Minus ausgegangen und dann im ersten Quartal 2021 von einem leichten Plus. Aber für das Winterhalbjahr, also sagen wir mal November 2020, nicht ganz Halbjahr bis Ende März 2021, dachten wir, dass solche Restriktionen, wie sie im November griffen, dann über diese gesamte Zeit auch greifen würden. Das heißt also, ein gewisser Lockdown ist in diesen Zahlen berücksichtigt. Und so kommen wir für das Jahr 2021 auf ein Wachstum von 3,7%, also einem Plus von 3,7%. Nun sind die Restriktionen, in denen wir uns aktuell befinden, schärfer als im November vergangenen Jahres. Das bedeutet durchaus, dass wir von einer schwächeren Entwicklung im ersten Quartal 2021 auszugehen haben. Derzeit würde ich auch nicht davon ausgehen, dass die Restriktionen, denen wir im Moment unterliegen, schon Ende Januar zu Ende sein werden. Man muss schon davon ausgehen, dass wir auch im Februar noch mit Restriktionen zu kämpfen haben. Allenfalls, dass Schulöffnungen und Kitaöffnungen in irgendeiner abgestuften Art und Weise Erleichterungen bringen, auch für die wirtschaftliche Tätigkeit. Mehr ist aber im ersten Quartal eigentlich noch nicht zu erwarten. Vielleicht dann noch etwas leichtere Öffnungen im März, bevor wir dann ab dem Frühjahr, wenn alles gut läuft, wieder in die Normalität allmählich zurückkehren können. Das würde bedeuten, dass wir von diesen 3,7% einen gewissen Abschlag vornehmen müssen, also ein paar Prozentpünktchen hinter dem Komma runtergehen müssen. Aber immer noch ist eine 3 vom Komma möglich, wie die Bundesbank beispielsweise mit ihren 3,0% erwartet hat im Dezember. Warum sind die Reduktionen der Wirtschaftstätigkeit, die wir nun aktuell sehen, nicht so gravierend wie im Frühjahr vergangenen Jahres, also im zweiten Quartal 2020? Nun, das hat sehr, sehr stark damit zu tun, dass die Restriktionen für einen Teilbereich der deutschen Wirtschaft greifen, vor allen Dingen im Bereich der Dienstleistungen greifen, aber den weitaus größten Teil der deutschen Wirtschaft ziemlich unberührt lassen. Das verarbeitende Gewerbe läuft relativ gut weiter. Es gibt schon gewisse Einschränkungen, die auch das verarbeitende Gewerbe treffen, aber dann doch in sehr geringfügigem Maße. Wir sehen, dass insgesamt auch die Außenwirtschaft noch ziemlich gut performt, ziemlich gute Impulse liefert für die deutsche Wirtschaftsentwicklung. Hier ist insbesondere Asien und da in erster Linie China zu nennen. Zuletzt sind die Entwicklungen in den USA etwas ungünstiger, obwohl so über den gesamten Jahresverlauf 2020 haben auch die USA als wichtiger Exportmarkt Deutschlands die Wirtschaftsentwicklung durchaus gestützt. Und von daher kann man sagen, dass es in diesem Winter eben wegen geringfügiger Restriktionen als im vergangenen Frühjahr besser läuft und wir nicht mit diesem massiven Einbruch bislang zu rechnen haben. Es spielten im vergangenen Frühjahr nicht nur die behördlichen Schließungen eine Rolle, es spielten auch Grenzschließungen eine Rolle, die Wertschöpfungsketten unterbrachen, das haben wir im Moment nicht. Die Schulschließungen waren natürlich auch wichtig, die kommen jetzt noch in eine gewisse Zeit, in einem gewissen Ausmaß hinzu. Wir haben im vergangenen Frühjahr durchaus auch freiwillige Betriebsschließungen gehabt aus Furcht vor Ansteckung. Es wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker ins Homeoffice verlagert, als wir das gegenwärtig in diesem Winter haben. Und so könnte ich die Beschreibung weiterführen. Also mit anderen Worten, es sieht nicht so gravierend in diesem Winter aus, wie wir das im Frühjahr 2020 erlebt haben. Das bedeutet eben nicht, auf der anderen Seite, dass die betroffenen Unternehmen aufatmen könnten. Es ist mir völlig klar, dass im Gastgewerbe, in der Hotellerie, im Tourismus, im stationären Einzelhandel, in den Innenstädten eine sehr, sehr schwierige Situation vorzufinden ist. Und man fürchten muss, dass das ein oder andere Unternehmen diese Situation, in der wir uns im Moment befinden, nicht durchstehen kann.
Das ist mir sehr bewusst, ist auch meinen Kolleginnen und Kollegen sehr bewusst. Gleichwohl ist das makroökonomische Bild, so wie ich es jetzt beschreibe, der Einzelhandel beispielsweise hat im vergangenen Jahr trotz aller Restriktionen geboomt, vor allen Dingen, weil der Onlinehandel so stark nach oben ging, aber auch weil langlebige Konsumgüter gekauft worden sind, wie etwa Möbel und Ähnliches. Also mit anderen Worten, wir befinden uns in einer Situation, in der etwas passiert, was nicht fair ist. Das Coronavirus ist nicht fair. Manche Personen, manche Unternehmen sind davon eben deutlich stärker betroffen als andere. Damit bin ich beim zweiten Punkt, nämlich bei der Frage, was macht der Staat denn, um die Situation zu verbessern? Nun, wenn man sich über das vergangene Jahr die einzelnen Schritte der Entscheidungen der Bundesregierung, der europäischen Entscheidungsträger, auch der Europäischen Zentralbank anschaut, dann muss ich sagen, im Großen und Ganzen sind richtige Entscheidungen getroffen worden. Dass man in der Geldpolitik massiv Liquidität bereitstellt und eine sehr lockere Geldpolitik fährt, ist absolut richtig, auch wenn es immer noch für viele bedeutet, dass Negativzinsen und niedrige Refinanzierungskosten beibehalten werden über längere Zeit. Dafür ist die EZB da, in solchen Situationen eben auch gegenzuhalten, soweit sie kann. Das Gleiche gilt für die Fiskalpolitik, dass man so massiv von Seiten von Bund und Ländern, zum Teil auch der Kommunen, dagegen hält in einer solchen Situation, in einer solchen Krise, ist absolut richtig. Anders gewendet kann man sagen, für solche Situationen hat man in der Schuldenbremse dafür gesorgt, dass die Ausnahmeklauseln da sind, dass wirklich massiv Verschuldung möglich wird und auf der anderen Seite aber auch die Schuldenbremse ja in Kraft gesetzt, damit man in guten Zeiten eben auch deutlich mehr Spielräume erarbeitet, damit die Solidität der Finanzpolitik Deutschlands nirgendwo in Frage steht. Und das sehen wir sehr, sehr deutlich. Deutschland ist sicherer Hafen für Anleger, sodass auch für längerfristige Staatsanleihen des Bundes Negativzinsen resultieren. Das ist ein Ergebnis dieser Situation. Also von daher, vom Grundsatz her absolut richtig. Man kann durch die einzelnen Instrumente durchgehen. Das werde ich jetzt nicht erbsenzählerisch tun. Ich greife vielleicht nur 2, 3 Highlights raus. Aber wenn man ganz dezidiert und systematisch durch die Maßnahmen durchgeht, kann man sagen, dass per Saldo insgesamt mehr Licht als Schatten da ist. Es ist nicht jedes Instrument, das ich als Ökonom unterschreiben würde in seinen Wirkungen, aber im Großen und Ganzen sind die richtigen Maßnahmen getroffen worden. Man kann das vielleicht auch zeitlich gliedern. Man muss sagen, gerade zu Beginn der Pandemie und des Wirtschaftseinbruchs hat die Politik absolut richtig gehandelt. Im weiteren Verlauf kommen dann eben auch einmal Entscheidungen hinzu und Instrumente hinzu, die man durchaus kritisch sehen kann. Ich greife eines heraus, das ist die temporäre Umsatzsteuersenkung, die für sich genommen ja eine wichtige Maßnahme ist. Sie ist sehr umfangreich, 20 Milliarden Euro, die dafür eingesetzt worden sind. Schließlich muss man mit den bisherigen vorläufigen Ergebnissen noch sagen, das ist nicht ganz so glücklich gelaufen. Und die Vorzieheffekte dürften nicht ganz so groß gewesen sein, wie man sich das erhofft hat. Wir errechnen technisch gesprochen mal zu Ihnen im Netz Multiplikatoren von deutlich unter 1. Das heißt, jeder eingesetzte Euro bringt an Wirtschaftskraft weniger hervor als der eingesetzte Euro selbst, also weniger als 1 Euro. Das ist ungefähr das, was wir mit dieser Umsatzsteuersenkung feststellen können. Das hat sehr stark damit zu tun, dass einerseits diese Umsatzsteuersenkung nicht vollständig in den Preisen weitergegeben worden ist. In den Supermärkten zwar schon, aber an anderen Orten eben nicht so sehr. Und die Bundesbank geht davon aus, dass es eine Preisweitergabe bzw. eine Weitergabe in den Preisen von etwa 57-58% dieser Umsatzsteuersenkung ist. Und auf der anderen Seite bedeutete das aber auch, dass die Konsumenten selber relativ wenig vorgezogen haben. Gemäß den Ergebnissen einer Befragung, die wir durchgeführt haben mit dem Sachverständigenrat, wollten nur 11% der Befragten in dieser repräsentativen Umfrage ihren Konsum vorziehen oder mehr Konsum äußern. Das ist schon relativ wenig. Das Zweite, was ich herausgreifen will, was wir im Moment sehen, wir sehen diese unterschiedlichen Überbrückungshilfen, die im Zeitablauf geleistet worden sind. Wir befinden uns ja im Moment in der Zahlung der Überbrückungshilfe 3. Es gab da zwischendurch noch November-Dezember-Hilfen für das Gastgewerbe. Bei den November-Dezember-Hilfen war ich besonders kritisch, weil sie am Umsatz
ausgerichtet sind und dann auch spezifisch am Umsatz des Vorjahresmonats November bzw. Dezember. Da kann man ja deutlich hinterfragen, warum der Staat variable Kosten erstattet, die gar nicht stattfinden. Was ihn reitet, am Umsatz sich zu orientieren. Mit den Überbrückungshilfen 3 ist man nun wieder am Fixkostenzuschuss. Dort kommt aber nun problematisch hinzu, dass Unternehmen, die Verluste haben, in den Genuss dieser Überbrückungshilfen kommen können. Und dann bin ich bei einem Punkt, den Peter Bofinger und ich gemeinsam hervorgehoben haben oder jeder von uns für sich genommen, so muss ich sagen. Aber so einig waren wir eigentlich nicht immer im Sachverständigenrat, wie wir in dieser Frage sind, dass nämlich der Staat deutlich stärker mit einem steuerlichen Verlustrücktrag arbeiten müsste. Warum das nicht getan wird, man aber jetzt bei den Überbrückungshilfen 3 den Verlust als Vorbedingung mit einbringt, ist wenig verständlich. Der bürokratische Aufwand bei der Beantragung solcher Überbrückungshilfen wird enorm sein. Wenn man dann auch nochmal die Verluste dezidiert darlegen muss, während man bei einem Verlustrücktrag automatisch über das Finanzamt mit der normalen quartalsweisen Verlustermittlung oder Gewinn- und Verlustrechnung hätte arbeiten können. Mit dem Vorjahr, mit dem Jahr 2019 verrechnen konnte und dann eben auch unterjährig entsprechende Beträge ausgezahlt bekommen hat. Es gibt den Verlustrücktrag natürlich schon in der Gewinnbesteuerung, bei Körperschaft, Einkommensteuer. Aber trotz seiner Ausweitung durch das Konjunkturpaket ist er immer noch zu wenig generös, vor allen Dingen in der zeitlichen Dimension ausgestaltet. Er gilt nur für ein Jahr. Und Unternehmen, die im Jahr 2021 Verluste haben und schon welche im Jahr 2020 hatten, die werden dann große Mühe haben mit der Verlustverrechnung in das Vorjahr hinein. Insofern hoffe ich, dass Bund und Länder an dieser Stelle noch etwas nachkorrigieren. Etwas, was viel, viel weniger bürokratischen Aufwand bringt, als das, was wir jetzt bei diesen Überbrückungshilfen sehen. Im Großen und Ganzen muss man gegenwärtig sagen, dass die Rahmenbedingungen, die seit dem vergangenen Jahr gesetzt sind, vom Volumen her immer noch nicht, bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind und also hier noch viel, viel Spielraum besteht. Deswegen sehe ich im Moment keinen Anlass, ein weiteres Konjunkturpaket aufzulegen. Mit der eben besprochenen Nachbesserung beim steuerlichen Verlustrücktrag müsste man in diesem Jahr relativ weit kommen. Wir werden ja aller Voraussicht nach ab dem zweiten Quartal einen deutlichen Aufschwung spüren, der uns dann auch ins weitere Jahr trägt. Und da kommen hinzu die Aussichten auf Impfung, Aussicht auf Herdenimmunität im weiteren Jahresverlauf, was uns dann eben auch ins Jahr 2022 tragen wird. Ich werde, wenn ich bei diesem Thema Finanzpolitik bin, immer wieder gefragt, Herr Feld, können wir uns das denn leisten? Und erstens muss man sagen, ich habe das eben angedeutet, wenn man die Schuldenbremse in ihrer Konstruktion sieht, dass sie nämlich in guten Zeiten Konsolidierung herbeiführen soll, dafür sorgen soll, dass die Schuldenquote, das ist der Bruttoschuldenstand des Gesamtstaates im Prozent des Bruttoinlandsprodukts, dass die Schuldenquote sinkt, um dann wieder, wenn es nötig ist, Schulden machen zu können, um eben in der Konjunktur gegenzuhalten, in der schlechten konjunkturellen Phase gegenzuhalten. Dafür ist die Schuldenbremse da. Das hat sie geschafft. Wir sind von einer Schuldenquote von 82% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2010, es waren etwas mehr als 82% sogar, auf knapp 59% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2019 runtergegangen und haben also kräftig mit über 20 Prozentpunkten konsolidiert. Und das gelang uns sogar ohne massive Einschnitte in den öffentlichen Haushalten. Es gab im Durchschnitt in diesen 10 Jahren einen Anstieg der Konsumausgaben, der Transferausgaben und auch der öffentlichen Investitionen in Deutschland. Und deswegen wird es uns auch in den kommenden Jahren gelingen, von der voraussichtlich im Jahr 2020 bei 70% des Bruttoinlandsprodukts liegenden Schuldenquote wieder runterzukommen. Sie dürfte 2021 noch etwas ansteigen, auf 75% könnte es gehen. Vielleicht wird es aber auch weniger sein als 75, sodass man vom Konsolidierungserfordernis unter dem liegt, was im Jahr 2010 zu konsolidieren war. Das wird vor allen Dingen über Wirtschaftswachstum möglich sein, indem dann wieder die Einnahmen sprudeln, wenn die Wirtschaft besser läuft und das Wachstum kommt. Das heißt aber schon auch, dass man in der mittleren Frist darauf achten muss, mit den getroffenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen
das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft nicht zu beeinträchtigen. Und das heißt für die öffentlichen Finanzen des Staates, dass auf der Ausgabenseite ein klarer Schwerpunkt auf den öffentlichen Investitionen liegen muss und auf der Einnahmenseite die Steuerbelastung der Unternehmen sowohl mit der Einkommensteuer als auch der Gewerbesteuer und der Körperschaftssteuer nicht steigen sollte, wir gegebenenfalls auch gewisse Erleichterungen bringen könnten, je nachdem, wie der finanzpolitische Spielraum sich da zeigt. Das bedeutet, wenn Sie die Frage haben würden, sollte denn da eine Vermögensabgabe oder eine Vermögenssteuer kommen? Erstens finde ich schon in der gegenwärtigen Phase alleine die Diskussion über Steuererhöhungen schon schädlich. Und ich würde nicht davon ausgehen, dass eine Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer die richtige Maßnahme ist, um im weiteren Verlauf zu konsolidieren. Weil wir sollten vor allen Dingen auf Wirtschaftswachstum setzen. Damit komme ich zum Schluss. Ich habe die langfristigen Herausforderungen heute ausgespart in den 20 Minuten, die Sie mir gewährt haben. Die stehen natürlich vor uns, Digitalisierung, Klimaschutz, Internationales nach den Veränderungen, die sich in den Vereinigten Staaten jetzt ergeben, hin zu einer Administration Trump ist hier mehr rationale Wirtschaftspolitik international möglich, als es die vergangenen 4 Jahre der Fall war. Und wir haben auch ab dem Jahr 2025 den demografischen Wandel jetzt unmittelbar vor der Tür. Auch da muss was getan werden. Das sind die 4 großen Themenblöcke. Zum Internationalen gehört sicher auch das, was an Herausforderungen von Seiten der Europäischen Union noch auf uns zukommt. Und das wird uns im nächsten Jahrzehnt auch kräftig beschäftigen. Darauf müssen wir uns einstellen. Aber zunächst haben wir jetzt vor uns die Bewältigung dieser Pandemie und den Wiederaufschwung der deutschen Wirtschaft in einem kräftigeren Ausmaß. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.
Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir hörten das lebhafte Adagio Rondo wieder mit der Nummer 4, Divertimento. Sehr geehrter Herr Professor Feld, lassen Sie mich Ihnen ganz, ganz herzlich danken für Ihre sehr, sehr differenzierte und komprimierte Darstellung, die bei allen und großen individuellen Härten, die für Unternehmerinnen und Unternehmen auch bevorstehen, doch zumindest makroökonomisch ein Stück weit Zuversicht auch transportiert. Zuversicht, die wir gerade im Jahr 2021 benötigen, um hier auch die Folgen der Krise abfedern zu können. Denn wenn die Gesamtwirtschaft halbwegs prosperiert, dann gelingt dieses natürlich leichter. Und ich würde mich sehr freuen, Sie auch einmal persönlich hier in Würzburg kennenlernen zu können. Ich weiß, dass Sie im engen Austausch mit unserem Würzburger Professor Bofinger entsprechend sind. Herrn Professor Bofinger sehe ich einmal im Monat. Wir haben gerade in Corona-Zeiten eine, ja, wie sagt man, interdisziplinäre Expertengruppe zusammengerufen, in der neben zum Beispiel Professor Bofinger auch unsere Landtagspräsidentin Stamm, aber auch einer, der hier im Saal ist, angehört, nämlich unser Professor, wenn ich das so sagen darf, Professor Ertel. Sehr geehrter Herr Professor Ertel, 1981 kamen Sie als wissenschaftlicher Assistent an die medizinische Klinik unserer Universität. Sie haben nahezu Ihr halbes Leben in den Dienst der Würzburger Hochschulmedizin gestellt. Von 1999 bis 2017 haben Sie als Direktor die medizinische Klinik 1 geleitet und einen Lehrstuhl für Innere Medizin an der Medizinischen Fakultät bekleidet, der Sie darüber hinaus von 2004 bis 2006 als Dekan vorgestanden sind. Und von 2016 bis zum Ende des vergangenen Jahres sind Sie als ärztlicher Direktor an der Spitze des gesamten Universitätsklinikums gestanden. Als Wissenschaftler haben Sie sich auf Ihrem Fachgebiet der Kardiologie weit über Deutschland hinaus einen Namen gemacht. Sie gehören zu den weltweit führenden Experten für Herzinsuffizienz und für moderne Bildgebungsverfahren des Herzens. Die von Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführten Forschungen haben die Behandlung von Patienten mit Herzerkrankungen wesentlich vorangebracht. Dass es auf Ihre Initiative hin im Jahr 2011 gelungen ist, das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz nach Würzburg zu holen und neu zu etablieren, ist einer Ihrer wichtigsten Erfolge. Bis 2017 waren Sie dessen Sprecher und federführend daran beteiligt, dass DZHI nicht nur zu einer international weithin sichtbaren Forschungsstätte, sondern auch zu einer zentralen Einrichtung der Gesundheitsversorgung für unsere Region zu machen. Als ärztlicher Direktor waren Sie vor allem für die strategische Ausrichtung des Universitätsklinikums verantwortlich. Die Übernahme von Verantwortung für die Gesundheitsförderung und Krankenversorgung in der Region und die Bildung von Netzwerken, die unter anderem die Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte der Region einbinden, waren Ihnen auch in dieser Funktion ganz zentrale Anliegen. Die sehr umfangreichen Baumaßnahmen der vergangenen Jahre zur Modernisierung und zum Ausbau des Klinikums haben Sie entscheidend mitgestaltet. Und an der wichtigsten Weichenstellung für die weitere Entwicklung des UKW, die sogenannte Norderweiterung, haben Sie maßgeblich mitgewirkt, mit dem Ergebnis, dass im Sommer 2020 die Planungsaufträge für den Neubau der Kopfklinik und des Zentrums Frauen, Mutter, Kind erteilt wurden. Zuletzt haben Sie das Klinikum höchst erfolgreich durch die Corona-Krise geführt. Im Kampf gegen die Pandemie hat das UKW unter Ihrer Führung eine regionale Vorreiterrolle übernommen. Die Verantwortlichen bei der Stadt Würzburg und auch ich ganz persönlich standen ab Anfang März mit Experten des Klinikums in eben einem engen und sehr persönlichen Austausch. Und ich bin außerordentlich dankbar für viele gute Ratschläge und die immer tatkräftige Unterstützung. Neben Ihrer Tätigkeit als Wissenschaftler und Arzt haben Sie wichtige ehrenamtliche Aufgaben in Fachgesellschaften übernommen, darunter die Präsidentschaft der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und der Vorsitz der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Das hohe Ansehen, das Sie in der Fachwelt genießen, belegt neben vielen Preisen insbesondere Ihre Berufung in die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. Sehr verehrter Herr Professor Ertel, Sie haben sich um das nationale und internationale Renommee Würzburgs als Stadt des Wissens und der Bildung, um die Stärkung unseres Wissenschaftsstandortes und der Gesundheitsregion Mainfranken und um die Gesundheitsversorgung der Menschen unserer Region herausragende Verdienste erworben. Deshalb ist es mir eine große Ehre und Freude, Ihnen heute eine besondere Auszeichnung zukommen zu lassen, die Ehrenmedaille des Oberbürgermeisters, die aber neben den Verdiensten, die es so zu berichten gibt, die es zu erzählen gibt, vor allem auch die persönliche Komponente ein Stück weit mitwürdigen soll, nämlich die Engagiertheit, die Art und Weise, wie Aufgaben angegangen werden. Und da muss ich sagen, war es eine Freude, mit Ihnen zum Wohle der Menschen, gerade im letzten Jahr, zusammenzuwirken. Aber ich denke auch an die Opfer des Attentats in Heidingsfeld vor wenigen Jahren, wo wir gemeinsam erstmals auch intensiver zusammengekommen sind. Sehr geehrter Herr Professor Ertel, ich gratuliere Ihnen sehr, sehr herzlich zur entsprechenden Verleihung der Ehrenmedaille des Oberbürgermeisters und darf Sie bitten, die entsprechend hier Corona-bedingt selber in die Hände zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, verehrter, lieber Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich bin bewegt. Mir fehlen fast ein bisschen die Worte, wenn ich hier so stehe und diese Ehrung entgegennehme. Es ist mir eine Freude, von meiner Heimatstadt Würzburg, in der ich ja seit 40 Jahren etwa lebe, so eine Auszeichnung zu bekommen und auch von Ihnen persönlich, Herr Oberbürgermeister. Sie haben davon gesprochen, wie wir in letzter Zeit immer mehr zusammengewachsen sind. Natürlich ist mir auch eine Freude, heute seit langer Zeit mal wieder ein Live-Konzert zu hören. Ganz herzlichen Dank auch für dieses Privileg, was wir ja kaum bekommen können heutzutage. Ja, 40 Jahre Würzburg. Als ich kam, war ich fast, muss man sagen, ein bisschen enttäuscht. Die Stadt war noch sehr stark gezeichnet vom Zweiten Weltkrieg und hat in diesen Jahren eine enorme Entwicklung durchgemacht, die nicht zuletzt sicher auch geprägt war von Universität und Universitätsklinikum. Aber sie ist mir schon damals sehr rasch ans Herz gewachsen wegen des Formates dieser Stadt. Sie ist nicht riesig, aber sie ist groß genug. Und was sie besonders auszeichnet, auch gegenüber kleineren Städten, ist, dass sie endet an den Stadtgrenzen. Es beginnen an den Stadtgrenzen die Weinberge und wenn man darüber hinausgeht, kommen wie Perlen an der Schnur des Maines aufgereiht historische Wunderwerke von kleinen Städtchen oder Dörfern. Kurzum, umgeben ist Würzburg von einer mehr als reizvollen Landschaft und natürlich von einem wunderbaren Wein, den ich erstmal auch 1981 im Verdacht hatte, an den Pfälzer Wein nicht heranzukommen, von dort stamme ich ja. Nicht zuletzt die Franken und Würzburger sind mir sehr ans Herz gewachsen. Das brauchte auch einen Moment, bis man verstand, dass heißt, ist schon sehr gut, weil in der Pfalz ist man eher überschwänglich, wenn es um Lob geht. Kurzum, ich bin zum Würzburger geworden und insofern sehr, sehr herzlich dankbar, dass ich nun auch diese Plakette bekommen habe. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank auch an Sie. Ich darf kurz die Medaille ein bisschen erläutern. Es ist eine Porzellanmedaille, die die drei Wappen des berühmten gotischen Riemenschneidertisches aus dem Jahr 1506, dessen Original im Mainfränkischen Museum auf der Festung Marienberg befindet. Eine Replik befindet sich hier im Wenzelsaal der Stadt Würzburg. Es ist eines der bedeutendsten spätgotischen Prunkmöbel Deutschlands. Abgebildet sind die Wappen des Eichstätter Fürstbischofs Gabriel von Eyb, des Würzburger Fürstbischofs Lorenz von Bibra und der Stadt Würzburg.
Medaille aus Biskuitporzellan. Also man kann versuchen, vielleicht hineinzubeißen. Ich freue mich sehr, gratuliere Ihnen sehr, sehr herzlich und wünsche Ihnen nun auch alles Gute für Ihre weiteren Hobbys. Sie haben mir berichtet, dass Sie musikalisch unterwegs sind und insofern, dass Sie dort das Klavier auch entsprechend wiederbeleben werden, Ihr Spiel. Dabei werden Sie mit Sicherheit so reüssieren, entsprechend wie auch in Ihrem beruflichen Umfeld und Werdegang. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich komme zu der zweiten Laudatio. Diese kommt aus einem ganz anderen Feld. Sie richtet sich an Jonas Hermes. Er ist uns heute nur zugeschaltet aus Bosnien und wird danach entsprechend nach Verlesung hier dieser Laudatio auch in seiner Antwort entsprechend mit einem Bildbeitrag aus Bosnien zu sehen sein. Sehr geehrter lieber Herr Hermes, bevor Sie 2012 als Student an der Hochschule für Musik in unserer Stadt kamen, absolvierten Sie die Ausbildung zum Chor- und Ensembleleiter in der Laienmusik und eine pädagogische Zusatzausbildung an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach in Schwaben. Ich freue mich sehr, dass Sie seitdem das soziale und das künstlerische Gesicht unserer Stadt maßgeblich mitprägen und in kurzer Zeit bereits einen so großen Fußabdruck hinterlassen. Hervorgehoben werden muss hier sicherlich, dass Sie im Herbst 2014 federführend an der Gründung der Initiative WIMU Willkommen mit Musik beteiligt waren, bis heute die Leitung dieser solidarischen Musikschule innehaben. Entstanden im Herbst 2014 mit Instrumentalunterricht in der Erstaufnahmeeinrichtung im Mutterhaus der Erlöserschwestern, wurde das Engagement zur nächsten Trägerschaft des Theaters am Neunerplatz und seit 2019 mit einem neu gegründeten gemeinnützigen Verein schnell auf Schülerinnen und Schüler in der Mönchbergschule, die Teestuben und die Mini-Klinkenpartys im Theater am Neunerplatz ausgeweitet. Es folgten ein Chor in der Gemeinschaftsunterkunft in der Veit-Zürchheimer Straße, Kooperation mit der Mittelschule Zellau und im Spiele, dem Familienstützpunkt im Reuterhaus in Heidingsfeld, Projekte an der Bayerischen Musikakademie Hammelburg sowie Angebote im Landkreis und in der Aufnahmeeinrichtung in Schweinfurt. Mit WIMU erhielten sie bereits einige Preise, wie den im Pick-up 2015, den Bayerischen Sonderpreis Rockmusik in Schule und Gesellschaft, die Kulturmedaille der Stadt Würzburg im Jahre 2016 und den Integrationspreis der Regierung von Unterfranken in 2017. Aus einigen Projekten und der Zusammenarbeit mit vielen Musikern und Musikerinnen sind auch zahlreiche Ensembles und Bands entstanden, die künstlerisch auf höchstem Niveau ihre Leidenschaft für die Musik bezeugen. Aber nicht nur die Musik und deren Vermittlung liegen Ihnen am Herzen. Frühjahr diesen Jahres im Rahmen des ersten Lockdowns waren Sie es, der sich zusammen mit hochengagierten Aktiven von San Egidio, Hermine e.V. und anderen aufgrund der Schließung der Tafel große Sorgen um die Schwächsten in unserer Stadt machten. Dies klar und schnell formulierten und schließlich zusammen mit dem Sozialreferat und den Hilfsorganisationen die mobile Versorgung bedürftiger Menschen in Würzburg über Wochen mit organisiert haben. Wäre dieses beschriebene Engagement für unsere Stadt nicht schon ausreichend gewesen für eine Ehrung, so lassen Sie mich kurz auf Ihr aktuelles Engagement an den Grenzen der EU eingehen. Die schrecklichen Bilder aus Bosnien, die Schockstarre, in der sich die westliche Staatengesellschaft hier scheinbar befindet, hinterlässt zunächst einen in einer scheinbar unüberwindbaren Hoffnungs- und Hilflosigkeit. Aber auch hier, lieber Herr Hermes, zeigen Sie uns eindrucksvoll, dass man auch in der schwierigsten Situation Hoffnung haben kann und helfen kann. Mitte Dezember haben Sie sich zum zweiten Mal in diesem Jahr auf den Weg in die Region um das ehemalige Camp Lipa gemacht und halfen dort bis gestern bei der Versorgung der Menschen vor Ort. Diesem gelebten Engagement, dem Einsatz vor Ort für die Schwächsten der Schwachen, kann ich nur meine größte Anerkennung aussprechen und auch im Rahmen der Stadt Würzburg Danke sagen. Sehr geehrter, lieber Herr Hermes, Sie haben in den letzten 5 Jahren das Gesicht und das Herz Würzburg als Stadt der Hilfsbereitschaft, der Integration, der Bildung, der Kultur und der Nächstenliebe mitgeprägt und sich in meinen Augen herausragende Verdienste erworben.
Und deshalb ist es mir eine große Ehre und Freude, Ihnen heute eine besondere Auszeichnung zu überreichen. Ich zähle auch in den kommenden Jahren auf Ihr herausragendes Engagement für unsere schöne Stadt und kann Ihnen garantieren, dass meine Türe wie auch die meiner Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen und der Referentinnen und Referenten für Sie immer offen steht. Ich gratuliere auch Ihnen sehr herzlich zur Verleihung der Ehrenmedaille des Oberbürgermeisters der Stadt Würzburg. Ich darf die Urkunde in diesem Fall auch verlesen. In Anerkennung um sein verdienstvolles Engagement, um die Integrationsarbeit und Willkommenskultur in Würzburg sowie seinen Einsatz für Mitmenschlichkeit auch im internationalen Rahmen überreiche ich Herrn Jonas Hermes die Ehrenmedaille des Oberbürgermeisters der Stadt Würzburg. Würzburg gegeben den 10. Januar 2020. Christian Schuchert, der Oberbürgermeister. Die Aushändigung physisch erfolgt dann in wenigen Tagen nach Absolvierung der Quarantäne. Ich darf dann entsprechend zum Bildbeitrag überleiten, der aus Bosnien dann entsprechend eingespielt wird. Lieber Herr Oberbürgermeister Christian Schuchert, liebe Abgeordnete des Stadtrats der demokratischen Parteien, liebe Bürgerinnen und Bürger der schönen Stadt Würzburg, ich freue mich sehr über diese ganz besondere Auszeichnung und bin sehr dankbar für die viele Unterstützung der Stadt Würzburg und darüber, dass ich immer wieder merke, wie die Stadt Würzburg, ihre Bürgerinnen und Bürger und die Verantwortlichen die Probleme dieser Welt, die mich auch so berühren, aufnehmen und verarbeiten. Ich befinde mich jetzt nicht vor dem Camp Lipa, wie es vielleicht erwartet worden wäre, sondern vor einem Gebäude, das für die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bihać extrem wichtig ist. Dieses Gebäude im Hintergrund ist Poliklinik und Rettungsleitstelle, Rettungswache und vieles mehr für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bihać, aber auch für die große Zahl der Geflüchteten, der Migranten hier auf dem Weg auf der Balkanroute. Das Gebäude wurde beim Erdbeben letzte Woche so stark beschädigt, dass es geräumt werden musste und unbrauchbar ist. Die Stadt Bihać, der Kanton Unasana und die Regierung in Sarajevo versuchen ihr Bestes, das Gebäude so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Aber mein persönliches Anliegen, meine Bitte an Sie ist es, helfen Sie dabei, mit Ihrer Spende dieses Gebäude wieder herzurichten. Die Spende können Sie an den Verein Hermine e.V. richten unter dem Stichwort Krankenhaus Bihać. Kurz ein paar Fakten: In diesem Gebäude befindet sich, wie gesagt, die Notaufnahme für leichtere Fälle, die Rettungswache, die Rettungsleitstelle, ein Reha-Zentrum, eine pädiatrische Klinik, die psychologische Erstversorgung, eine Röntgenabteilung, Lungen- und Zahnfachärzte, eine Apotheke, medizinische Verwaltung und vieles, vieles mehr. Die Stadt Bihać hat etwas mehr als 50.000 Einwohner und pro Woche, wurden hier ungefähr 4.000 Behandlungen durchgeführt. Sie alle verstehen, dass es ein schwerer Verlust für die Stadt Bihać ist und ich bitte Sie und danke Ihnen dafür, beim Wiederaufbau dieses wichtigen Gebäudes mitzuhelfen. Herzlichen Dank, vielen Dank. Schöne Grüße nach Würzburg. Ich freue mich, wieder nach Hause zu kommen. Thank you.
Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Neujahrsempfang, der erste virtuelle, geht zu Ende. Wir hörten zum Abschluss das Divertimento Nummer 2, Rondo, gleichfalls von Wolfgang Amadeus Mozart. Lassen Sie mich zum Abschluss auch im Namen meiner Bürgermeisterkollegin Judith Jörg und Herrn Bürgermeister Martin Heilig und mir Ihnen alles erdenklich Gute für 2021 wünschen. Persönliche Zufriedenheit, Gesundheit für Sie und Ihr familiäres Umfeld und für Ihre Freunde. Alles Gute und ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.